Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder was aus dem Dutch Oven. Wir machen heute mal wieder einen One-Pot. Wir machen einen Chili-Cheese-One-Pot. Was wir dazu alles brauchen, seht ihr natürlich wieder jetzt. Also, kommt mal mit. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Sind heute ein paar mehr. Für Chili Cheese brauchen wir natürlich irgendwie Schärfe. Also haben wir hier schon mal in der Gewürzmischung haben wir Chiliflocken drin. Dann haben wir eingelegte Jalapenos. Und wir haben Käse. Wir haben Cheddar, wir haben Gouda, wir haben Parmesan. Also Käse haben wir heute genug. Ansonsten die ganzen Zutaten findet ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Also könnt ihr es euch rausschreiben, wenn ihr mal irgendwie einkaufen gehen wollt und das Ganze nachmachen. Steht alles drin. Stehen nur noch ein paar andere Sachen drin. Schaut einfach mal rein. Wir werden das Ganze heute auf dem Gasgrill machen, auf meinem Aalgrill. Den muss ich natürlich auch mal ausprobieren mit einem Dutch Oven auf dem Seitenkocher. Ist natürlich wieder die faule Variante. Ihr könnt das natürlich auch auf dem Kugelgrill, auf dem Dutch Oven Tisch, wo auch immer könnt ihr das machen. Funktioniert überall gleich. Also, wir müssen heute nur noch ein bisschen was vorbereiten. Dafür hol ich euch mal rüber, oder? Und das Einzige, was wir heute noch vorbereiten müssen, ist, wir müssen unsere eingelegten Jalapenos noch ein bisschen kleiner schneiden. Dazu legen wir uns die mal hier aufs Brett. Und jetzt hacken wir uns die einfach grob runter. Die sollen einfach so ein bisschen kleinere Stücke werden. Das ist ein bisschen groß. Machen wir einfach ein bisschen kleiner, ne? So tut's das Ganze. Das packen wir jetzt wieder hier rein. Und dann geht's am Topf los. Und sorry für die Nebengeräusche. Ich habe immer noch hier dieses Schlachtfeld neben mir, was sich Neubaugebiet nennt. Sorry, wenn hier mal ein bisschen Nebentöne sind. So, dann stellen wir unseren Topf mal hier drauf, auf den Seitenkocher. Einmal Deckel ab. Dann machen wir den mal an. Ich gebe dann noch ein bisschen Butterschmalz mit rein und dann treffen wir uns wieder, wenn wir anbraten. So, der Topf dürfte jetzt schon heiß sein. Jetzt geben wir hier unser Hackfleisch rein. Das ist reines Rinderhack, ungefähr 400 Gramm. Ungewürzt, das würzen wir jetzt gleich. Und das braten wir uns jetzt erstmal schön an. An das Hackfleisch geben wir jetzt einfach nur ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Mehr kommt da jetzt nicht dran. Und jetzt erstmal schön anbraten lassen. So, unser Hackfleisch kriegt jetzt langsam Röstaromen. Jetzt geben wir hier unsere gehackten, eingelegten Jalapenos mit rein. Und schwitzen die uns jetzt gerade nochmal mit an. So, jetzt haben wir uns das Ganze kurz noch mal mit angeschwitzt. Und jetzt löschen wir das Ganze ab mit unserer Rinderbrühe. Dann geben wir unsere Milch schon mit rein. Unsere Gewürze. Wie gesagt, findet ihr alles in der Infobox unten. Das verrühren wir jetzt erstmal. Und jetzt geben wir hier unsere Nudeln dazu. Die dürfen jetzt hier drin erstmal weich kochen. Wir machen jetzt den Deckel drauf. Und dann schauen wir immer mal wieder, ob wir noch ein bisschen Flüssigkeit brauchen, bis die Nudeln weich sind. Also sollte schon noch ein bisschen Flüssigkeit übrig bleiben. Ansonsten, wie gesagt, das kommt drauf an, was für ein Dutch Oven ihr habt, wie dicht der ist. Immer wieder nachschauen. Wie gesagt, wir lassen es jetzt köcheln, bis die Nudeln schön weich sind und dann geht's weiter. Unser Topf steht jetzt hier hinten, darf vor sich hin köcheln. Das sind unsere nächsten Zutaten. Die kommen aber erst rein, wenn die Nudeln weich sind. Dann geht es mit Sahne weiter, mit unserem Käse weiter. Und am Ende kommt unser Parmesan rein. Und dann können wir noch ein bisschen gucken, ob wir mit Salz und Pfeffer abschmecken. Der Rosmarin steht nur hier zur Deko. Der kommt nicht mit rein. Also, wir sehen uns wieder, wenn da drin die Nudeln weich sind. Wie gesagt, bei jedem Dutch Oven ist es anders. Immer wieder reingucken, ob euch nicht zu viel Flüssigkeit verflüchtigt und euch das Ganze dann anbrennt. Also, einfach im Auge behalten. So, unser Topf ist jetzt ungefähr 12-13 Minuten drauf gewesen. Die Nudeln sind jetzt so gut wie weich, also haben ein bisschen länger gedauert. Ich muss keine Flüssigkeit nachfüllen. Wir gehen jetzt mit der Temperatur runter von der Platte. Und jetzt kommt der ganze Käse und alles rein. Aber kommt rüber, machen wir zusammen. So, als erstes nehmen wir mal den Deckel runter. Den legen wir uns mal kurz hier drüben rein. Bisschen abtropfen lassen. So, wie gesagt, die Nudeln sind jetzt so gut wie weich. Flüssigkeit ist noch genug drin. Und jetzt geht's weiter. Als erstes kommt unsere Sahne rein. Deswegen sind wir jetzt auch mit der Temperatur runtergegangen. Wir wollen jetzt nicht mehr, dass das Ganze kocht. Dann unser Cheddar. Unser Gouda.
Na, der will nicht ganz. Und jetzt kommt hier eine gute Menge Parmesan mit rein. Also Parmesan hier nicht sparen. So, ihr habt ja gesehen, wie viel das vorher war. Also so viel darf da ruhig rein. Jetzt muss man das Ganze natürlich noch gut vermengen und dann muss das Ganze noch schmelzen. Und dann sind wir schon so gut wie fertig, würde ich sagen. Unser Chili Cheese One Pot ist fertig. Die Soße ist der Knaller. So richtig schön sämig, cremig, käsig. Richtig geil. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich runterholen. Dann richten wir uns noch ein bisschen was an. Und dann sehen wir uns wieder. So, unser Essen ist fertig. Unsere Chili Cheese One Pot ist fertig. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch probieren. Wenn es so schmeckt, wie es riecht, ist gut. Also, einmal für euch, rinnen die Birne. Heiß wahrscheinlich. Verbrennen wir mal wieder das Maul, nur für euch. Heiß. Was soll da schief gehen? Boah. Käse Overload, aber. Richtig gut. Jetzt kommt die Schärfe so hinten rein. Sehr schön. Echt geil. Also nicht mehr. So ein bisschen Chiliflocken drüber zur Deko. Alles gut. Ansonsten langt das schon von der Schärfe. Ist echt gut. Käsemenge ist auch okay, obwohl es viel ist. Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und dann verpasst ihr so Sachen nicht mehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr das Ganze mal wieder nachgemacht habt, schreibt es unten in die Infobox. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, auch ab rein damit. Und wenn ihr mal ein Bild oder sowas gemacht habt, schickt es mir doch mal bei Facebook oder sowas. Freue ich mich immer drüber. Also beim nächsten Mal wieder dabei sein. Euer Max von Barbecue Culture. Und tschüss. Und ich esse jetzt.